Mein Name ist Reto Eberhardt und ich bin Hausarzt in Luzern. Ich bin aber auch Rotkreuz-Delegierter und gehe jetzt auf Mosambik für die Flutkatastrophe, primär wegen der Cholera. Die Ursache, wieso es zu einer Cholera-Epidemie jetzt gekommen ist oder am Drohen ist, hat damit zu tun, dass es in diesem Gebiet schon einen Cholera-Fälle gegeben vorher. Und dass die aber an sich so unter Kontrolle gewesen sind. Aber jetzt mit der Überschwemmung tut das halt all die Latrinen ausspülen, wegspülen. Und dazu ist das Trinkwasser eigentlich nur noch das Flutwasser. Das kommt halt zu wirklich einer völligen Verunreinigung vom Trinkwasser, wo sich niemand kann entziehen kann. Die Aufgabe jetzt von unserem Roten Kreuz oder jetzt auch von mir auf der einen Linie ist Prävention, dass man möglichst probiert, die ganze Epidemie einzudämmen, bevor überhaupt andere betroffen sind. Und das andere ist die Behandlung natürlich dann von den Erkrankten. Eine Idee hat man schon, wenn man geht, wie es eben aussehen wird. Man kennt das vor allem von den Medien, aber dann auch von früheren Einsätzen. Was natürlich dann immer unklar ist, wie groß ist die Zerstörung, wie gut kann man sich bewegen. Das ist extrem wichtig. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann erschwert das extrem eine Operation.